Ja, die beiden langweiligen Missionen mache ich alleine. Halbes Geld kann ich gerne mit euch zusammen machen. Wir machen aber erstmal eine Koop-Mission. Damit wir hier wieder ein bisschen. Das geht da nicht mehr. Schade eigentlich. Machen hier noch ein Ziegel. Da wir Magic nur Zauberarmen machen werden, werde ich Obel mitnehmen. Ups. Ach, guck mal, das kann ich so untereinander machen. Geht das auch? Ist das besser? Besser, oder? Farbe sieht man so oder so echt kaum. So, na dann. Bin gespannt. Die Leute, die die Woche schon mitgespielt haben, lasst bitte den anderen erstmal den Vortritt. Wenn sich keiner finden sollte, könnt ihr gerne joinen. Hast du schon jetzt mit meinen Insta-Affen? Yo! Dollar Redstone Player Askium. Na gut. Chimps ist mit einer guten Taktik gut möglich, zum Beispiel Ninja Druiden. Ja, aber nicht wie es von einer sagte, ist voll einfach dadurch. Alle oben, ja. So, und P4 auch noch. Na dann, viel Spaß dabei. Spielst du auf Fortnite? Nope. Ich mag kein AIDS. Hast du schon den Glitch mit dem 0-5-0 hier gesehen, mit dem und den Marienschützen? Ja, habe ich schon gesehen. Langweilig. Ich bin auch überlegen. Also ich werde dir dann wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Au. Gut, wir gehen mal auf Kava. Uns fehlen noch ein paar Achievements. So eine ekelhafte Mission. Das ist unglaublich, ey. Das werden wir wahrscheinlich niemals hinbekommen. Bluntoner brauche ich noch. Zugang zu 500 Rennen könnte ich mir theoretisch easy spielen, indem ich wieder 500 Dollar bezahle nach einem. Nach einer Mission, ne? Reingehen, rausgehen, 100 Dollar bezahlen, reingehen, rausgehen, 100 Dollar bezahlen und so weiter. Ja, ein paar Achievements haben wir noch. Haben noch ein bisschen was zu tun im Spiel. Ich will kleine Blooms, dann spiel sie dir. Bleibt die neue Map, wenn das Event endet? Ihr seid manchmal so süß. Natürlich bleiben die Maps. Alles, was reinkommt, Leute. Was nicht explizit zeitlich begrenzt ist, wie das Oster-Event, das bleibt dauerhaft im Spiel drin. Ich finde es immer wieder witzig, dass sie die Fragen stellt. Bleibt der Affe drin? Bleibt der Skin drin? Geht Pat wieder raus, wenn das Event vorbei ist? Ich frage mich ganz ehrlich, wie man so eine Frage stellen kann, weil das eigentlich total offensichtlich ist, dass es eben nicht so ist, dass sie rausgehen wieder. Wir sind mal hier hin. Können wir nicht hier oben noch einen Magier hinpacken? Ich habe so die zwei Tempel, das ist der eine Tempel kein Ding. Ja, es. Also, ich würde tatsächlich die super Affen mal für Missionen aufsparen, wo es echt nützlich ist. Zum Beispiel College Hoop, aber noch ein Ziegler, kannst du blind im Schlaf spielen, das Ding. Wie bist du zu deinem Namen gekommen? Ausrufezeichen Fragen in den Chat schreiben, Finn. Da steht es in dem Dokument drin. Bleibt Affengeld im Spiel? Keine Ahnung. Dagi, du hast was vergessen. Wenn die Truhen weggehen, verliert man auch alle Insta-Affen, die man zuvor bekommen hat. Ja, nice Troll. Ja, das sind immer sehr interessante Fragen auf jeden Fall, die da kommen. Ich bin viel zu dumm für Chimps auf Petsteich. Ja, Petsteich ist auch eine ekelhafte Mission. Das gebe ich zu. Man kann auf die Taugen klicken. Ach echt? Ist mir noch nie aufgefallen. Das habe ich noch nie getan in meinem Leben, auf diese Tauben zu klicken. Bleiben die Blumen zum Spielen? Ich glaube, die sind nach dem Event weg.
Ich glaube, wir spielen dann nur noch Missionen, wo keine Gegner kommen. Das heißt, Runde 1 plus Runde 100 läuft in 2 Sekunden durch, weil ja keine Bloons kommen. Und das ist echt cool, dann werde ich jetzt Chimps machen. Sobald das Event vorbei ist, kommen ja keine Bloons mehr. Und dann machen wir easy Chimps überall. Ah, ist das süß. Wir machen mal große Balance, ausdrücklich ein Groß in den Chat schreiben. So, ich brauche mal Akama, dann kann ich da drüben noch hinschießen, vielleicht. Dann kann ich vielleicht mal irgendwas Nützliches machen in dem Spiel. Bleibt PT6, wenn das Event vorbei ist? Ja, gute Frage. Sehr gute Frage, tatsächlich. Es ist so schlimm, wenn man nur von zu Hause aus arbeitet. Viel zu wenig Bewegung. Dass ich YouTuber bin, trägt nicht unbedingt gerade dazu bei, dass ich mich mehr bewege. Ich faule Schwein, ey. Wie soll man die Affen-Wissenspunkte leveln? Auch zusätzlich ein Affenwissen, Roman. Machst du bitte ernst? Ja. Auch zusätzlich ein Angespiel 2. Welcher ist der schlechteste Held? Pat Festi, Churchill, Striker Jones sind alles drei keine Helden, die ich sehr gerne mag, die ich ungern benutze. Ich finde einen Insta-Sonnentempel dumm. Ja, ist auch dumm, aber kann man nichts gegen machen, weil wenn man ihn bekommt, bekommt man ihn. Hey, ich kann das Manga öffnen, yay! Ja, voll assi. Ich beschmeiß mal nur meinen Zaubereraffen. Hast du schon mal BT6 gespielt? Ne, ich weiß gar nicht, was ist denn das? Was ist dieses BT6? Ist das ein schmutziges Spielchen? So ein Hentai-Game? Wo viel nackte Haut zu sehen ist, also nacktes Gummi? Bauen noch 2 Affenwissenpunkte, dann kann ich mehr Startkapital kaufen. Sehr nice. Wenn wir verlieren, ist es mega peinlich, ja, aber das verlieren wir nicht, das können wir gar nicht verlieren, das geht gar nicht. Was können wir während der Zeit eigentlich machen? Ich meine, dass das Game over ist, ist eigentlich klar, ne? Die Frage ist, was machen wir während der Zeit? Worauf ich total die ganze Zeit... Was tut er da? Das bringt er, wenn jetzt gegen Tamaluns. Wir müssen mal seinen komischen Ninja-Affen hier aufrüsten. Ach, müssen wir doch das machen. Okay. Warum ich die ganze Zeit irgendwie übel Laune Bock habe auf so ein Stream-Projekt, ist von Time Warpers. Das ist ein Idle-Game, kostet jetzt scheinbar 20 Euro. 17 Euro am Geld. Solle es nicht scheitern, aber es ist ein Idle-Game. Was echt cool aussieht. Und irgendwie habe ich total Bock drauf, ne? Halbe Welt hat es ja auch schon eine Weile gespielt. Es sieht schon cool aus, aber irgendwie irgendwas hindert mich noch daran, das zu kaufen. Ich weiß noch nicht genau was. Bin noch echt unsicher. Sieht aber echt schön aus teilweise. Und es gibt ein cooles Skillsystem. Schwierig, schwierig. Gott, bin ich müde. Mann, Mann, Mann. Kannst du mal nur Zombie-Bloons machen? Ich glaube, das bringt hier nicht so viel gerade. Kannst du mal der Real Life erzählen? Okay.
Schauen wir mal, was ist denn passiert die letzten Tage. Ich habe echt lang kein Kind mehr gesittet. Meistens kann ich ja mehr so Stories erzählen, wenn ich mein Kind gesittet habe. Ach so, ich habe ja mein Corona-Ehrenamt gemacht gehabt, ne? Am Freitag haben wir, glaube ich, gestreamt und am Samstag habe ich mein erstes Corona-Ehrenamt. Das heißt auch so, ein Ehrenamt und eine Risikogruppe in der Corona-Krise zu unterstützen. Ich bin mit einem Hund Gassi gegangen. Einmal. Und hab dann gesagt, oh nö, Kinderbetreuung ist mir lieber. Oder Haustierbetreuung. Hausaufgabenbetreuung. Ich war mit dem Hund draußen gewesen. Also man muss schon sagen, wenn man mit dem Hund Gassi geht, man kommt auf jeden Fall ins Gespräch mit vielen Leuten. Ja, muss man schon mal zugeben. Aber ich fand es derart öde, dem Hund die ganze Zeit zuzugucken, wie er da schnüffelt und da schnüffelt und dahin pinkelt und da und dies und das jenes tut, dass ich dann gesagt habe, nee, ist doch nicht für mich, auch wenn die Leute natürlich Hilfe brauchen, aber ganz ehrlich, wenn es mir keinen Spaß macht, ist es mir ehrlich gesagt ziemlich Ralle, was die anderen brauchen. Man hat interessante, oder ich habe zumindest auch eine ältere Frau kennengelernt, eine ältere Dame kennengelernt, die ist bestimmt so 60 gewesen oder 65. Die hat auch mit dem Hund Gassi gegangen ist und die hat den Hund kannte, den ich ausgeführt habe. Mit der kam ich uns quatschen über Corona, aber quatscht über so ganz entspannt. Die meinte, ja, sie sieht das halt so ganz, ganz entspannt. Wenn sie stirbt, dann stirbt sie so. Irgendwann müssen wir sowieso sterben, ne? Und sie hofft einfach drauf, dass ihr Immunsystem gut ist. Fand ich eine coole Einstellung. Und wir sind da einfach eine Stunde rumgelaufen. Der Hund von ihr und der Hund von mir, die haben sich super verstanden. Ja, hat gepasst. Hat Spaß gemacht. Aber es ist halt, naja, es ist nicht das, wofür ich meine Zeit benutzen möchte. Deswegen musste ich das leider wieder sehr schnell aufhören. Ich studiere soziale Arbeit, Jared. Fake. Ja, da war ich einmal. Auf jeden Fall. Nicht Kindchen betreuen, sondern Hund betreuen. Aber zukünftig geht es mit dem Kind hoffentlich wieder los. Voraussichtlich in den nächsten paar Tagen werden wir uns mal wieder treffen. Dass ich auf den Zweijährigen oder auf den... Wie alt ist der mittlerweile? 8 Monate, glaube ich. Mann, vergeht die Zeit, ey. Ich glaube, 8 Monate... Ich bin zu blöd zum Rechnen. Wir haben es jetzt April. Hm? 7 Monate. Möchtest du nach deinem Abschluss im Studium in deinem jetzigen Beruf weiterarbeiten? Ja, habe ich vor. Ich mache das Studium lediglich, um einen Abschluss zu haben und dann mehr Geld zu verdienen. Derzeit habe ich zumindest nicht vor, meinen Beruf zu wechseln. Aber ich werde leider auf dem Arbeitsmarkt gezwungen, ein Studium zu machen, um einfach mehr Geld zu verdienen, was totaler Humbug ist. Ja, du kannst gute Arbeit leisten und trotzdem dafür dann Geld bekommen, aber nein! Heutzutage muss man so einen Kack-Studienabschluss haben. Aber ich muss gestehen, gerade zu den Zeiten von Coronavirus und dass ich nicht zur Hochschule kann, ist mein Studieninteresse derart gering, dass wenn es noch ewig so... Also ich mache derzeit auch kaum was, ich muss gestehen, ich war seit 3 Wochen in keiner Vorlesung. Das ist jetzt alles online, ich habe lieber gearbeitet stattdessen. Ja, mal schauen. Ich bin auch mit einem gerade so bestandenen Ergebnis zufrieden. Am Freitag hat heiratet meine Papa seine Freundin. Na dann, herzlichen Glückwunsch, Julian. Ich habe insgesamt 3 Tim. Ein 205 Eisaffen, 205 Nagelfabrik und 205 Plantage. Was ist, wenn Corona ewig bleibt? Das ist nicht... ja, klar, Corona wird ewig bleiben. Die Krankheit an sich ja, aber es gibt einen Impfstoff. Und dann... Dann hat sich das wieder normalisiert. Oder dann wird sich das wieder normalisieren.
Was ist so dein Tipp für das Leben? Ich kann euch das Holds-Die-Manifesto. Ich poste euch das mal kurz in den Chat, Moment. Das ist im Prinzip eine Tafel, ja. Das kann man sich theoretisch kaufen, das habe ich bei mir tatsächlich auch hängen. Ist das groß genug? Ja. Hier. Da sind viele Leitlinien drauf oder interessante Passagen, die fürs Leben ziemlich toll sind. Also ich kann es empfehlen, sich mal durchzulesen und das, was man für gut befindet, zu machen. Ansonsten habe ich da keinen spezifischen Tipp. Wann glaubst du, machen die Schulen wieder auf? Sie haben ja überlegt, für die Viertklässler die Schulen wieder zu öffnen demnächst, damit sie den Sprung zur fünften Klasse oder zum Abi oder was auch immer, wie auch immer das heutzutage ist, dass das funktioniert und so schrittweise Richtung Kita aufzumachen. Das heißt, vierte, dritte Klasse, dritte, zweite, erste Kita und halt die größeren, ne? Und halt auch, ja, sicherlich, das wird in den nächsten Tagen oder in den nächsten paar Wochen, Monaten sich hoffentlich alles wieder etwas normalisieren. Zumindest viel Hype kriege ich derzeit nicht mehr drumherum mit. Also ja, wir können die Krankheit auf jeden Fall nicht mehr aufhalten. Die Kurve steigt exponentiell weiter. Dagegen können wir nichts mehr tun. Alleine heute 31.500 Fälle schon. Neuinfektion, gestern waren es 71.500. Es werden jetzt jeden Tag 70.000, 80.000, 90.000, 100.000, 110.000, 130.000, 150.000, 200.000. Das wird derart schnell explodieren, das Wachstum. Da können wir nicht mehr viel gegen tun. Und ich hoffe, dass diese ganzen Einschränkungen dann einfach aufgehoben werden. Oder zumindest gelockert werden. Hey, Fail. Kennst du die Känguru-Kunin? Kenn ich. Finde ich auch sehr gut. Es fehlen mir noch super viele schwarze Rahmen, Fail. Ja, irgendwie war da was, Lil. Irgendwie Vorbereitung für irgendwie Schulwechsel oder irgendwie sowas war das gewesen. Da gibt es irgendwelche Gründe für 20 Eier.